Hallo ihr Lieben, ich habe euch heute Stalk Her von Emilia Gates und Cassie Love mitgebracht. Ich fand das Buch interessant. Ich fand es vor allem interessant, dass der Protagonist mal ein bisschen anders angelegt war. Aber es gibt auch Kritikpunkte. Hallo ihr Süßen, ich habe euch heute Stalk Her, du gehörst mir, von Emilia Gates und Cassie Love mitgebracht. Ich habe das Buch über Kindle Unlimited gelesen. Und in dem Buch geht es um Leanne. Und Leanne hat einen Stalker. Als ein Mann sie also mitten in der Nacht kurz vor ihrer Wohnung packt, ist es verständlich, dass sie panische Angst hat. Doch dieser Mann behauptet nicht, ihr Stalker zu sein, obwohl er sie ebenfalls gestalkt hat. Verwirrend? Total. Aber Leanne ahnt nicht, was dahinter steckt. Chester hat Leanne gesehen, als er von seiner sterbenden Mutter Antworten verlangen wollte. Liam nahm gerade von ihr Abschied und er hat es nicht über sich gebracht zu stören. Er wollte aber diese Frau kennenlernen, der seine Mutter so nahe gestanden hat. Als er feststellt, dass Liam in Gefahr ist, muss er handeln. Ja, in dem Buch stecken einige Klischees und sehr viele Tippfehler, aber irgendwie muss man Chester mögen. Am Anfang ist er ein ziemlicher Idiot und man denkt sich, er ist der größte Depp überhaupt. Ein verwöhnter reicher Junge eben. Aber er kann auch unglaublich süß sein. Er sehnt sich verzweifelt nach Liebe und versteht ja selbst nicht, warum er Leanne nicht mehr aus seinem Kopf bekommt. Was ihn auszeichnet, ist vor allem die Tatsache, dass er Leanne um jeden Preis beschützen will. Ob er einen Platz in ihrem Leben erhält oder nicht. Leanne ist kein Dummchen. Ihren geliebten Spitznamen finde ich persönlich zwar ziemlich doof. Lili. Also, LI-LI, also für mich klingt das nach Lili und das finde ich irgendwie, Ich finde Lilly schöner, aber okay, ist Geschmackssache. Leanne hat in ihrem Leben sehr viel durchgemacht und ausgerechnet sie hat jetzt einen Stalker am Hals und die Polizei hilft ihr nicht. Sie halten sie für hysterisch, aber Leanne weiß, dass sie verfolgt wird. Sie weiß es einfach. Es gibt viele Verwicklungen, spannende Momente und einen verdammt gruseligen Stalker. Ich hatte einen leisen Verdacht und hatte damit auch recht, aber das hat mich jetzt auch nicht gestört. Was mich dagegen gestört hat, waren die vielen, vielen Fehler. Ich hoffe, das Buch wird nochmal überarbeitet. Es ist einfach schade, wenn so viele Fehler drin sind. Ich fand das Buch nicht schlecht. Chester ist kein dominanter Macho-Mistkerl, sondern ein netter Kerl, der zum ersten Mal richtig verliebt ist. Allerdings hat er mich auch nicht umgehauen. Ich fand es gut, dass er sensibel ist. Aber mich haben die vielen Fehler im Buch wirklich sehr gestört. Es gibt auch ein paar Logikfehler bzw. Brüche und es ist einfach schade. Manchmal hat es ein paar Längen, aber es ist was ganz anderes und wirklich nicht schlecht. Von mir bekommt es ganz knappe 3 Sterne. Das war's dann auch schon wieder von mir. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gerutscht. Macht's gut und bis bald. Tschüss!